Hallo Freunde, ich habe mal wieder Nachschub für euch in der Corona-Krise. Das soll es euch doch nicht langweilig werden. Letzte Woche habe ich schon ein Video gepostet, bei dem ich die ersten vier Dune 3 Chord Progressions Melodien nachgespielt habe. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten fünf Stück. Es handelt sich um die Presets Commercial, Dreammaster, Empathy, Endless Sun und Fanatiker. Wie gehabt, werde ich die Originale anspielen, einfach nur das Preset direkt aus Dune 3. Und dann werde ich zum Vergleich mein MIDI-File abspielen. Die MIDI-Files gibt es auf meiner Website macid.de zum Herunterladen hier. Hier sind auch ein paar Presets von mir, die ich schon gebaut habe und in diversen Videos vorgestellt habe. Da fällt mir gerade auf, den Fanatiker muss ich noch hochladen. Ja, aber das kommt schon noch. Also wie gesagt, einfach auf message.de klicken und Spaß haben. Das sind einfach nur MIDI-Files. Genau. Und dann soll es denn dann auch schon losgehen. Viel Spaß damit. So, das erste Stück hier, Commercial. Ich spiele mal das Original ab. So, und nun der von mir gebaute oder das von mir gebaute MIDI-File. Na? Kann sich hören lassen, oder? Nun gut. Bei diesem Video verzichte ich übrigens darauf, das selbst einzuspielen. Zum einen wird es dann doch recht komplex und meine Keyboard-Spiel-Pianistenkünste sind nicht die besten. So, kommen wir zum zweiten Preset, das heißt Dream Master. Und da seht ihr schon, ich habe hier zwei Spuren, das heißt, ihr müsst auch zwei Files runterladen. Aber nun hören wir doch erstmal das Original. Gut, und dann kommen wir zu meinem Nachbau. Dann spiele ich jetzt erstmal hier den ersten Part ab. Und dann den zweiten Teil. Na, und jetzt mal gemeinsam zusammen.
Ja, ich finde, das kann man schon durchgehen lassen. Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Preset. Empathie. Einfühlungsvermögen. Dann hören wir doch mal das Original an. So, nun gehen wir zu meinem Nachbau. Da habe ich auch wieder zwei Spuren. Da hört ihr schon, ich habe ein anderes Instrument hergenommen. Na gut, also das wiederholt sich hier. Und drunter liegt dann das hier. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das 100% gleich ist, aber manchmal verlässt mich mein musikalisches Gehör. Aber klar, ein Fehler drin. Na gut, vielleicht überarbeite ich es nochmal, aber für den Anfang soll es reichen. Na gut, dann gehen wir zum nächsten Preset. Endless Sun. Ja. Nicht so komplex. Auch da habe ich wieder zwei Spuren. Fangen wir mal mit der ersten an. Und auch da habe ich andere Instrumente oder Sounds gewählt. Ach, da habe ich ein Layer drauf. Hier blenden wir mal das aus. So. Alter Falter, was geht ab? Ich will doch das hier. Ja, so. Also. Das ist der eine Teil und jetzt hier einfach noch ein Pad drüber gelegt. Und dann hört sich das zusammen so an. Schauen wir mal, ob das übereinstimmt mit der Vorlage. Ja, so ganz 100% bin ich mir nicht sicher, aber auch da, vielleicht überarbeite ich es noch. Na gut, und dann kommen wir zum letzten Beitrag für heute. Fanatiker. Mal ein deutscher Titel. Ich denke mal, die meisten Presets hier sind von Carsten Schröder. Dann, und der Name hört sich zumindest recht deutsch an, dann glaube ich, darf man auch mal einen deutschen Namen für ein Preset verwenden. Thank you.
Ja, so ist das Original und jetzt kommt mein Pendant dazu. Man sieht schon, es wird komplex. Und jetzt in Kombination. Ja, kann man sich anhören, ne? Gut. So, dann blende ich mal meinen Kopf wieder ein. Jo, das war's mit dem heutigen Video. Ich habe hier 5 Presets und ich kann euch eins sagen, das ist eine ganz schöne Arbeit, diese Presets hier, oder Presets sind es ja nicht, diese Melodien nachzuspielen. Ich hoffe, das bringt euch was. Wie gesagt, auf meiner Webseite message.de gibt es die Dinger dann zum Runterladen. Sind definitiv nicht virenverseucht oder sonst irgendwas, sind einfach nur MIDI-Dateien, also 100%iger Export aus Bitwig hier, diese Spuren. Ja, nun gut, das soll es gewesen sein. Ach nein, eins noch. Beim ersten Video habe ich doch tatsächlich von YouTube eine Urheberrechtsverletzungsbeschwerde bekommen, weil anscheinend gibt es da draußen irgendjemand, der das Preset, das muss ich jetzt schon noch aufmachen, weil es mich so gewurmt hat, Blue Ocean, oder wie heißt es? Blue Ocean? Mal nochmal schauen. Synapse Audio, Dune 3 und hier nochmal der Beweis. Ich benutze Blue Ocean von Carsten Schröder oder so heißt der doch. Und nochmal Urheberrechtsverletzung. Unglaublich, jetzt klaue ich hier gerade die Rechte. So, ich habe C3 gedrückt auf meiner Tastatur, habe Dune 3 verwendet. Ich werde das Stück hier jetzt nicht spielen, wozu das gehört. Das überlasse ich jedem selbst, weil sonst habe ich wirklich hier Urheberrecht verletzt. Gebt einfach hier auf irgendeiner Suchmaschine, was weiß denn ich, den Song The Dreamer, Goa Edit von, hoffentlich spielt er das jetzt nicht ab, von Mantra irgendwas, Moment. Von Mantra Mindware. Hut ab, mein Freund. Echt gute Arbeit. Das kriege ich auch hin, dieses Stück zu machen. Hört euch den Mist an. C3. Juhu. Und mir dann ans Bein pinkeln wollen, dass ich ihr irgendwo Rechte verletzt habe. Tut mir leid. Ich habe Widerspruch eingelegt. Wurde abgelehnt. Krass. Ich habe Beschwerde eingereicht. Und ich verdiene hier sowieso nichts an den Videos. Ich schalte auch keine Werbung. Da habe ich viel zu wenig Abonnenten und viel zu wenig Klicks. Aber hier geht es mir ums Prinzip. Ich habe mir diesen verdammten Dune gekauft. Habe 169 Euro, glaube ich, oder 189 Euro dafür bezahlt. Und jetzt möchte ich dann aber auch bitte diese Presets verwenden können, ohne dass mir da irgendein Dödel ans Bein pinkelt. Dann kann ich mir das Ding ja wirklich als Raubkopie im Internet runterziehen. Was soll der Mist? Also, ja, so viel musste ich noch sagen, weil mich das unheimlich aufgeregt hat. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch wieder eine Urheberrechtsklage hier oder eine Beschwerde von YouTube, weil ich eben das Preset wieder angespielt habe. Ja, sagt mir eure Meinung dazu, was ihr davon haltet, wenn sowas passiert.
Ich finde es Mist. Und vor allem hört euch mal das Stück an, diese Goa-Edit The Dreamer von Mantra Mindware. Der Produzent des Jahrhunderts, muss ich sagen. Presets abspielen. Super kreativ. Jo, nun gut. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr es toll findet, dass ich hier diese MIDI-Files für euch baue, dann rechter Daumen nach oben. Und wenn ihr das nicht toll findet und keine Ahnung und meine Videos sowieso langweilig sind, dann den linken Daumen nach oben. Und wie gesagt, ganz nett wäre es natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Weil ich bin kurz vor 100 Abonnenten, dann backe ich einen Kuchen, wenn ich 100 Abonnenten habe. Und esse den vor euren Augen. Ein Stück. Nun gut. Bleibt mir gesund da draußen, genießt das schöne Wetter, haltet immer mindestens 1,5 Meter Abstand. Hoho. Und ja, bis zum nächsten Teil. Da gibt es dann wahrscheinlich die nächsten 5 nachgespielten Presets von mir. Also, ciao.